Ja, hallo und hier sind wir zurück bei Fallout 4. Ja, wir haben beim letzten Mal, finde ich, haben wir sehr, sehr viel geschafft und wollen das auch heute wiederholen. Wir haben uns eine Menge vorgenommen. Ich habe das alles eingekreist, was ich machen will. Außer das wollte ich noch nicht machen. So. Dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Quatschen nicht viel rum. Gehen zur Karte. Boah, ist das viel. Tötet die Raider. Rubik's Comics. Und hier müssen wir auch noch hin. Ich würde ja sagen, wir gehen erstmal. Ja, komm, wir gehen hier hin. Auch noch nicht entdeckt. So, dann gehen wir da hin. Wir suchen uns das jetzt. Und jetzt gibt's aufs Fresse. Raider töten bin ich sofort immer dabei. So. Also genau. Darum. Ne? Ja, das sieht gut aus. So, da lang. So. Ja, ich habe mal wieder ein Signal gefunden. Ist hier eine Brücke? Hier rennt doch jemand. Den habt ihr auch gesehen, ne? Hier ist doch jetzt jemand gerannt. So, alles easy. Du hast mir das Leben gerettet. Ja, klar. Für dich. Hey. Ja? Alles cool? Ja. Dann rede nicht mit mir. Kannst mir auch mal Arsch lecken. So. Da hinten an der Brauerei ist eine Brücke. Aber wir wollen ja gar nicht übers Wasser, das ist ja das Schlimme. Erstmal Luft holen. Aber es hat 250 Kronkorken gegeben. Was man hat, hat man. Ich wäre jetzt eigentlich nah dran. Ja, so ziemlich. Ja. Ach, ich habe schon wieder vergessen, den Hund leer zu räumen. Der ist immer noch voll mit Schrott. Alles noch leer räumen. Was ist das denn hier? Die sind in irgendeiner Stadt gelandet. Ja, hier wird auch noch rumgeballert. Da ist Diamond City. Eigentlich ganz in der Nähe. Ich habe geballert schon wieder höher, gefällt mir gar nicht. So. Hallo? Irgendwann
Boah. So, der ist weg. Backstreet Apparel, da wollen wir da direkt mal rein. Da sollen wir die Raider ausschalten und das werden wir auch tun. Kommt her! Hä? Nix hier, Endstation. So, schon mal direkt Ruhe hier. Ein Kleiderbügel, ja, den können wir immer mitnehmen. Ja, ich muss. Hat sich versteckt. Boah, jetzt dachte ich schon. Hallo. Der Mucke ist da. Jetzt geht's erst richtig los. Alter Schwede. Abgeschlossen. Sind schon fertig? Ging mal schnell. Och, ich trage schon wieder zu viel. Oh. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht und das brauche ich auch nicht. So. So Spielchen mit dir spielen, was? Silbermedaillon, Tischventil, och Mann. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Scheiße. Ich werde ja. Ja, ja, macht ja mal. Meine Kleidung. Mal ein bisschen ablegen hier. Den brauche ich nicht. Das halten wir mal fest. So, machen wir das hier durch. Machen wir erstmal das Klo auf. Ich war's. Ich. Ah, hier ist auch noch ein scheiß Haus. Ein Teddybär. Eine Brille. Das ist doch scheiße. Ja, stimmt. War ja auch im Klo. Hallo? Ach so. So, ich glaube, es hat mal eine Ruhe, wa? Ein Brettspiel, oder? Müssen wir mitnehmen. Stimpack, Hundefutter, Dinnergabel, Kronkorkenvorrat. Eine kaputte Lampe, Metallarm und eine kleine Babyflasche. Mhm, das muss sein, genau wie Hundefutter in der Dose.
Noch eine Bierflasche, noch eine Bierflasche. Also saufen können wir genug. Den kann ich noch nicht mal entsperren. So. Geht noch höher. Okay. Meine Waffen. Das kann weg. Das kann auch weg. Brille brauche ich nicht. Gelber Pilotenhelm. Den nehmen wir mit. Der kommt weg. Metallrüstung Harnisch. Rechtes Bein. Ich lasse das mal hier. Weil ich will jetzt endlich mal mich umziehen. So, der gelbe Pilotenhelm. Na, das. So. Jetzt muss ich erstmal wieder nachher nach Hause. Wir müssen uns erstmal was zum Anziehen raussuchen. Oh, wir haben kaum noch Schuss, das ist echt nicht gut. So, erstmal hier wieder. Offen ist das Ding. Gemüsestärke. So. The Fence. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo sind wir denn hier gelandet? Was siehst du hier? Oh oh. So, hier, Bierflaschen. Das war eine Sprengstoffkiste. So. Bericht den sieht einmal über. Ach so, ja, genau, das haben wir ja für die gemacht. So. Gehen wir mal eben nach Hause. Ja, hallo. Hast du dich schon um diese Raider kümmern können? Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Ja. Das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach, übrigens, wir haben noch mal geredet. Und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ich denke, scheint das Ganze hat noch was eine zu Chance werden. Verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Ja, das stimmt. So, jetzt wollen wir da mit Preston Garvey quatschen. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. Sehe ich aus wie ein Synth oder was? So, die Werkstatt können wir jetzt benutzen. Aber wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Außerdem müssen wir auch mal den Hund leer räumen. Damit ich da mal wieder was zwischenladen kann. Und ich soll. Hat mir Andreas in den Kommis dauernd geschrieben. Fehlgeschlagen. Hä? Das braucht kein Mensch. Okay, kommst du erstmal weg und du auch. Hä? Da stand doch aber gar nichts von. So, wo ist dieser Lappen? Preston. Ah, stopp. Du bist ja gerade hier. Hey. Alles mitnehmen. Egal, ob wir jetzt so schwer sind. Oh Gott. Das ist aber viel. So, damit ist der Hund auch mal endlich leer. So, meine Waffen. Das brauche ich nicht. So, meine Kleidung.
Und das kann alles weg. Kleidung, so. Also hier haben wir zum Beispiel eine Lederkombi, eine Lederrüstung, Harnisch, linker Arm, linkes Bein, rechter Arm. Aber alles ist eigentlich schon zusammen, genauso wie beim Raider-Leder. Harnisch. Linkes Arm, linkes Bein, rechter Arm, rechtes Bein. Aber man sagte mir, ich soll den anziehen. Das sollte ja eigentlich gehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Also. Ja, so. Haben wir wenigstens was an. Ich bin noch nicht fertig. Dann machen wir das jetzt erstmal anders. Wir müssen uns ja irgendwie schützen. So. Leder, leichte Rüstung, Raider Rüstung. Wir gucken mal, was wir dann sonst so... Leicht Lederrüstung, gehärtet Lederrüstung, verschweißt. Das hier müsste länger sein. Ich kann das rechtes Bein. Okay, dann machen wir erstmal. So. Links Arm. Ja, ein. Oh, das ist ja. Das ist ja gemein. So. So, jetzt sind wir doch brav angezogen. Sind zwar erstmal, sind so gut wie kaum geschützt, aber Hauptsache wir haben erstmal was. So, wo ist denn der Lappen? Ich hab doch gesagt, Sanctuary würde wachsen. Das dritte Auge lügt. Ja, ich weiß. Scheint wirklich was zu werden. Aus, wollte ich plaudern? Ja. Wenn du mich fragst, es lohnt sich immer für die Freiheit zu kämpfen. Wo ich dich quatschen höre irgendwie, ne? So. Ich habe die Raider erledigt, die die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Irgendwann werden wir wieder stark genug sein, diesen Abschaum endgültig aus dem Commonwealth zu vertreiben. Wir sind so groß geworden, dass es schwierig ist, die Kommunikation mit allen Siedlungen aufrechtzuerhalten. Das ist ein schönes Problem. Und ich habe auch gleich eine Lösung dafür. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Burg zurückzuerobern. Sie war früher das Hauptquartier der Minutemen, lange vor meiner Zeit. Gut befestigt, zentral gelegen und, was am wichtigsten ist, mit einer starken Funkanlage ausgestattet, mit der wir das gesamte Commonwealth erreichen. Das ist gut. Was ist denn mit dieser Burg passiert, wenn sie doch so gut befestigt war? Das war lange vor meiner Zeit. Aber ich habe gehört, dass irgendeine Art Monster aus dem Meer gekommen und das Fort zerstört haben soll. Viele der Anführer wurden in dieser Schlacht getötet. Und ich schätze, dass niemand das Risiko eingehen wollte, die Burg zurückzuerobern. Ich habe mich immer gefragt, ob der Verlust der Funkanlage der Beginn all unserer Probleme war. Soll ich einen Stoßtrupp in die Nähe der Burg beordern? Ja, machen wir das. Wir werden etwas die Gegend erkunden und vor der Burg auf dich warten. Wir sehen uns da. Alles klar, hau rein. Aber das machen wir später. Wir nehmen uns jetzt die nächste Mission vor. Das lassen wir erstmal nochmal weg. So,